Wir befinden uns hier in den Ausstellungsräumen des Spitalhofs und sprechen mit dem Kulturpreisträger Martin Eichler. Herzlichen Glückwunsch zu dieser hohen Auszeichnung, die du hier beim Mann. Herzlichen Dank. Ich war auch sehr überrascht. Ich freue mich sehr über diese hohe Auszeichnung, ja. Ja, es ist ja die Auszeichnung für ein langes fotografisches Lebenswerk bisher. Es sind gerade 50 Jahre erfüllen sich, seitdem du Siebenbürgen entdeckt hast als Fotograf. Und überall diese fünf Jahrzehnte hast du ja Siebenbürgen hervorragend fotografisch dokumentiert. Könntest du einiges sagen über dein fotografisches Wirken im Laufe dieser Jahrzehnte? Wie hat sich das entwickelt? Ja, dieses Titel der Ausstellung ist ja Wahrnehmen, Bewundern, Bewahren. Und so hat sich das auch für mich dargestellt im Laufe der Jahre. Das erste Mal, als ich in Siebenbürgen war, wusste ich ja noch gar nicht, dass es die Siebenbürger Sachsen überhaupt gibt. Das war für mich also auch eine Überraschung. Und dann hat mich die Neugier gepackt und ich habe dann fotografisch dokumentiert, was ich wahrgenommen habe. Die Trachten, die Burgen und so weiter. Wie ein Tourist habe ich das wahrgenommen. Und dann kam die Phase des Bewunderns, wo ich dann festgestellt habe, wie interessant das alles ist. Und bin der Sache nachgegangen, habe für die Kirchenburgen mich interessiert. Habe dann das Buch mit dem Hermann Fabini zusammen gemacht. Das sind meine ersten Aufnahmen, die in einem Buch erschienen sind. 1979, Kirchenburgen und Wehrbauten der Siebenbürger Sachsen. Und dann kam allmählich die Phase des Bewahrens, als ich merkte, das Ganze ist eine Kultur, die zu Ende geht. Die Sachsen sind ausgewandert, die Trachten wurden weniger getragen. Und dann kam dieser Hilferuf damals mit der Systematisierung in den 80er Jahren, wo ich dachte, ich bin eigentlich als Fotograf gerufen, das zu dokumentieren und festzuhalten, auch technisch in einem Niveau, dass es Bestand hat. Das ist dann das Bewahren gewesen. Ja, du hast ja auch eine entsprechende Ausbildung. Einerseits hast du ja ein Theologiestudium absolviert, genau. Und später hast du dann auch Kommunikationsdesign und Fotografie in Darmstadt studiert. Also du hast ja auch die entsprechende Bildung und das fachliche Wissen, um das festzuhalten. Wie hat sich das in deinem Werk dann niedergeschlagen? Also ich bin natürlich so ein bisschen spezialisiert auf die Kirchen und Kirchenbauten und auch das kirchliche Leben lag mir sehr am Herzen. Ich bin also als Theologiestudent zu einem Praktikum gewesen in der Siebenbürgischen Kirche, was sehr außergewöhnlich war, zumal in der Zeit in den 80er Jahren, und habe da Verbindung zu Pfarrern und zu der Kirche gehabt, die sich bis heute gehalten haben. Also auch der Laudator Michael Gross war damals Pfarrer in Nordsiebenbürgen. Das ist eine Beziehung, die seitdem hält. Und dadurch bin ich also in das kirchliche Leben so stark reingekommen, dass ich dann also sehr viel auch Kirchen fotografiert habe. Und du hast diese Bilder ja dann auch sehr weit verbreitet unter den Siebenbürger Sachsen, indem du Kalender gemacht hast. Seit wann machst du diese Kalender? Wie hat sich dein Kalenderverlag im Laufe der Jahre entwickelt? Ja, mit den Kalendern, das ging ganz kurios los. Wir sind ja aus der DDR gekommen und ich habe festgestellt, ich habe Siebenbürgen-Fotos. Gibt es nicht einen siebenbürgischen Kalender, wo ich die anbieten kann? Es gab aber keinen siebenbürgischen Kalender, wo ich die anbieten konnte, also habe ich gesagt, ich mache den selber. Habe die Anzeige in die Zeitung gesetzt und am nächsten Tag in den Briefkasten geguckt, ob die Bestellungen da sind. War natürlich nicht, das war also ein bisschen mühsam zu Anfang. Und da bin ich aber dran geblieben und so schön langsam hat sich das entwickelt mit den Kalendern. Dass ich also inzwischen nicht nur den Klassiker, den Bilder aus Siebenbürgen herausgebe, sondern Landschaftskalender, Kunstkalender, Postkartenkalender und einen touristischen Kalender, der nennt sich Transsilvanien Siebenbürgen. Der erscheint schon im Frühjahr, dass der in der Tourismussaison auch zu kaufen ist, in Hermannstadt in der Buchhandlung. Und dann hatte ich diesen Bildverlag, wo ich also Bilder vergrößert habe, die dann meistens auf dem Heimattag gekauft wurden, dass die Leute sich das einrahmen konnten, zu Hause übers Sofa hängen als Erinnerung an die alte Heimat. Das war so der Anfang überhaupt.
weil ich immer das Gefühl hatte, Siebenbürgen das schöne Bild zu verbreiten. Wir sollen die schönen Bilder Siebenbürgens zeigen und nicht immer nur Not und Elend und Hunde, Straßenhunde und Waisenhauskinder. Ja, hier zeigst du ja in dieser Ausstellung beim Heimattag in Dinkelsbühl sozusagen einen Querschnitt, einen Überblick über deine über 50 Jahre siebenbürgische Fotografie. Welches sind so die Highlights, die wichtigsten Bilder, die du hier ausgestellt hast? Das ist natürlich grundsätzlich eine schwierige Frage. Schon allein, was stellt man aus, wenn man dann das Thema hat und dann unter Tausenden oder nicht sogar Zehntausenden von Aufnahmen aussuchen muss, was stelle ich überhaupt aus? Und jetzt noch zu fragen, was ist von diesen dir das Wichtigste, ist natürlich schwierig. Aber eins zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, dass da mit den Kirchvätern oder mit den alten Männern in kleinen Scheuern, die da in der Bank sitzen, man merkt, das ist wirklich aus dem vorigen Jahrhundert. Ist auch analog fotografiert noch damals mit einer Mittelformatkamera und klassischem Film. Und dann sind mir ganz wichtig die Trachtenbilder aus Deutsch-Weißkirch. Das ist sowas, was man auch nicht mehr heutzutage nicht mehr sieht, höchstens eben in Dinkelsbühl. Aber damals war es eben vor Ort wirklich nach dem Gottesdienst, wo ich es aufgenommen habe. Oder auch die Bilder aus Kleinscheuern, auch die Trachtenbilder sind mir auch ganz wichtig, weil das so natürlich ist. Das ist nicht der Trachtenaufmarsch, sondern das ist gelebtes Leben gewesen. Man sieht das an den Gesangbüchern, die in der Hand haben. Wenn sie in Dinkelsbühl oder anderswo zum Trachtenumzug sind, dann haben sie nicht das Gesangbuch in der Hand. Und hier merkt man, das ist die Kirchentracht, die sind damit in die Kirche gegangen und leben das Ganze. Ja, das sind so die Highlights vielleicht, obwohl es da noch viel zu erzählen gäbe. Auch von Kirchen, die jetzt nicht mehr stehen, sondern die ich fotografiert habe, als sie noch existierten. Fellmann zum Beispiel, da ist nichts mehr. Oder dann der abgebrochene Turm von Radeln gibt es auch in interessanter Sicht und solche Dinge. Oder auf der anderen Seite habe ich gesehen, hast du Hochzeiten aus Würzburg auch dokumentiert. Genau. Das war so der Einstieg eigentlich überhaupt meine Siebenbürgen-Fotografie. Dass wir auf dieser Hochzeit spontan eingeladen wurden, als ich da am Straßenrand fotografiert habe. Und so haben wir dann die ersten Freunde gehabt in Siebenbürgen, die uns dann wieder eingeladen haben. Und dadurch sind so persönliche Kontakte entstanden. Überhaupt, wir ja immer wieder beim Fotografieren auch die Gastfreundschaft der Leute genossen haben und wahrgenommen haben und so. Es war also ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns da heimisch gefühlt haben in Siebenbürgen auch. Ja, du bist mit Siebenbürgen regelrecht zusammengewachsen. Kann man so sagen, obwohl ich nie Sächsisch gelernt habe, aber siebenbürgisch denken kann ich schon so ein bisschen. Also aus der neuen Zeit, was hast du in den letzten Jahren eher fotografiert? Da war interessant, wie sich die Kirchen auch verändert haben. Also nicht nur im negativen Sinne, dass sie zusammenfallen, sondern auch, dass man so viel Fresken freigelegt hat zum Beispiel. Das ist ja was, ich kenne die Kirchen immer noch weiß getüncht oder gelb getüncht. Man hat ja durch die Restaurierung, durch das Restaurierungsprojekt mit den 18 Kirchenburgen die ersten Fresken gefunden und ist jetzt systematisch auf der Suche, hat sehr viel gefunden. Also zum Beispiel in Eibisdorf habe ich zwei Aufnahmen nebeneinander gestellt. Einmal so, wie ich sie das erste Mal fotografiert habe in den 80er Jahren und dann eine neue Aufnahme von 2019, wo die freigelegten Fresken zu sehen sind. Oder auch aus der Bergkirche in Schäßburg, wo Fresken gefunden wurden und so. In Schmiegen wurden Fresken gefunden. Also das ist was ich ganz interessant finde. Oder eben dann auch diese Veränderung, dass Orgeln oder Altäre verschwinden, die dann sichergestellt worden sind, um sie vor Beschädigung oder Vandalismus zu schützen. Wie zum Beispiel in Topsdorf. Da war ich da am Abend, bevor die Kirche den Altar aufgeben musste, also bevor er abgeholt wurde. Da war fast Volksaufstand, dass sie sagten, morgen wollen sie den Altar holen. Ich schlage an die Glocke und dann kommen die Rumänen und helfen uns, dass der Altar hier in der Kirche bleibt. Denn was ist die Kirche anderes als ein Wirtshaus ohne Altar? Also das war sehr interessant, was ich da so erlebt habe. Ja, also du hast ja wirklich ein hervorragendes dokumentarisches Werk hingelegt und wirst morgen in der St. Paulskirche mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet. Was bedeutet dir dieser Preis? Der bedeutet mir sehr viel. Denn das ist ja die Würdigung meiner Arbeit, die über die ganzen Jahre stattgefunden hat. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich kämpfe gegen Windmühlenflügel. Und das ist jetzt so wirklich so eine Anerkennung
die mir sehr wichtig ist, dass ich so ein bisschen auch als Nicht-Siebenbürger den Siebenbürgerischen Kulturpreis bekomme, finde ich schon außergewöhnlich. Also herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Schaffensfreude und Gesundheit. Vielen Dank. Danke auch.